Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du heute wieder zuschaust. Wie du siehst, siehst du gerade nicht viel, aber wir zeigen dir heute ein Bauteil, was so zum Beispiel in Bussen vorkommt. Hier sieht man eine Wutenklappe, besteht praktisch aus einem Scharnier, das zeige ich euch gleich noch, aus Schlössern, mit denen man das Bauteil verriegeln kann, weil es grundsätzlich klappbar ist, und entsprechenden Ausfräsungen hier an der Stelle. Warum setzt man so ein Bauteil aus glasfaserverstärktem Kunststoff ein? Im Fahrzeugbereich hat das mehrere Gründe. Erstmal, es ist Leichtbau. Wir haben bei glasfaserverstärkten Kunststoffen eine Dichte von ungefähr 1,95 Gramm pro Kubikzentimeter bei so einem Pultrusionsprofil hier. Alu im Vergleich hat eine Dichte von 2,7 Gramm pro Kubikzentimeter. Fairerweise muss man sagen, wir müssen manchmal bei GFK vielleicht etwas dicker sein als ein Alublech, aber grundsätzlich haben wir schon gute Chancen. Weiterer Vorteil, wenn ich dieses Bauteil hier nehme und ich lasse irgendwas drauf fallen, das zeige ich euch nachher auch nochmal, hauen wir mal mit dem Hammer drauf, dann kann man sehen, dass sich das nicht verformt. Also es verformt sich, die Verformung geht aber wieder zurück. Mache ich dasselbe bei einem Aluteil, dann habe ich todsicher eine bleibende Delle drin. Was ist ein weiterer Vorteil? Wir haben hier eine Designfreiheit. Hier kann man also die Kontur des Profils sehen. Was ihr hier seht, ist ein Scharnier. Das wurde gleich einpultrudiert. Also das Rohprofil wird hergestellt und das Scharnier ist gleich mit drin. Früher war das mal so, bevor wir diese Bauteile gefertigt haben, war es so, dass das hier ein extra aufgeklebtes Bauteil war. Heißt natürlich, ich habe zusätzliche Schritte in der Fertigung. Ich habe Sachen, die falsch laufen können, ist hierdurch durch dieses Pultrusionsprofil ausgeschlossen. Was man auch sieht, sind hier Führungslinien, die wir uns haben einbauen lassen, einpultrudieren lassen, um halt eben die Schlösser entsprechend richtig zu positionieren und eine schnelle Fertigung hinzukriegen. Wir kriegen dieses Bauteil klassischerweise in Längen so um die 6 Meter. Wir schneiden es auf die richtige Länge zu, weil Vorteil von einem Pultrudat an der Stelle ist auch, ich habe ein einziges Werkzeug und ich kann aus diesem Werkzeug unterschiedlichste Längen machen. Ob ich das nun in 12 Meter haben will oder in 2,50 Meter, 1,30 Meter oder 4,73 Meter, alles machbar. Und das ist natürlich ganz interessant im Bereich Schienenfahrzeuge, Busse, Straßenbahnen, ja, fallen ja unter Schienenfahrzeuge, aber auch Maschinenverkleidungsteile kann ich mir da vorstellen, Abdeckungen, alles, wo ich unterschiedliche Längen benötige und nur ein einziges Werkzeug haben möchte. An der CNC-Maschine gehen wir dann hin, machen die Ausfräsung rein, also einmal für die Schlösser und einmal hier in diesem Fall für Lüftungskomponenten. Nachdem das Ganze dann gefräst und geschliffen wurde, kommen wir in den Bereich der Klebung. Hier haben wir also Versteifungen, die aufgeklebt werden an der Stelle und Schlösser. Man sieht hier, Klebstoff ist ausgetreten. Das ist aber was völlig Normales, ist ein Qualitätsmerkmal eigentlich an der Stelle, weil man sieht, da ist keine Luft an der Stelle drunter. Hier bei den Schlössern ebenfalls wurden also entsprechend ausgerichtet, an der Stelle aufgeklebt. Und das ist die Art der Technik, wie wir Verbindungen schaffen. Was man hier noch sieht, sind dann entsprechende Dichtungsstreifen. Das ist so ein Schaum, der praktisch hochgeht, um das Ganze abzudichten, um Klappern zu verhindern und um Zugluft zu verhindern. Faserverbundwerkstoffe an der Stelle können wir entsprechend lackieren. Hier ist ein Strukturlack aufgetragen, sehr gleichmäßig, kann in unterschiedlichen Farben gefertigt werden. Alle Wünsche, die ihr habt, können wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erfüllen. Ob es nun ein Strukturlack ist, ein Wasserlack, ein Glattlack, Metalliclacke, Besandung, haben wir alles schon gemacht. Wer mit was Neuem kommt, ist herzlich willkommen. Das hier ist ein Standardbauteil, das fertigen wir in unterschiedlichsten Varianten. Also wir haben irgendwas um die 90 bis 110 unterschiedliche Varianten davon. Unterschiedliche Fräsbilder, teilweise auch dreidimensionale Bauteile eingebaut, zeige ich euch gleich nochmal. Halterungen an der Stelle, die irgendwo vielleicht noch reinkommen, bestimmte Arten von Luftauslässen, Bereiche, in denen Lautsprecher dahinter sind, bestimmte Beleuchtung, alles machbar. Also das, was ihr hier seht, ist ein Bauteil, was eingeklebt werden kann, ist eine entsprechende Rutze.
Wir gehen hierhin in das Profil, machen eine entsprechende Ausfräsung für das Bauteil, kleben es von hinten rein, sehen zu, dass es entsprechend angespachtelt wird. Hinterher sorgt der Lackierer dafür, dass es wirklich aussieht wie ein Bauteil. Hier seht ihr eine weitere Variante von einer Hutze, hat was mit Lüftung zu tun an der Stelle. Hier sieht man auch, da haben wir entsprechend Gitter eingebaut. Hat an dieser Stelle nichts mit glasfaserverstärktem Kunststoff zu tun, ist also ein anderes Kunststoffbauteil, dreidimensional, was aber auch eingebaut wird, und das Gesamtbauteil sieht hinterher aus wie ein Stück. Bei solchen Teilen für Fahrzeuge spielt natürlich der Brandschutz auch immer eine Rolle, den wir entsprechend beachten, wird mit entsprechenden Zertifikaten dann hinterlegt. Jetzt wollen wir noch ein bisschen was kaputt machen, ne? So, jetzt haben wir gesagt, wir machen einen kleinen Belastungstest mit unserem Bauteil. Ich hol's mal und dann legen wir los. So, hier haben wir unsere Rute. Jetzt wollen wir das gute Stück erstmal mit dem Hammer bearbeiten, um mal zu gucken, was da passiert. Ich habe euch gesagt, da bleibt keine Beule drin. Jetzt hoffen wir mal, das ist auch so. Wie ihr seht, das Bauteil an sich hat nichts abbekommen. Das nicht mal ein Kratzer in der Oberfläche, und das GFK-Profil ist auch nicht gerissen. Was man hier sehen kann, für eine Klebung ist eine schälende Wirkung. Also wenn ich etwas schälend abziehen will, das ist am fiesesten für eine Klebung. Man kann sich vorstellen, wenn ich versuche, das Bauteil hier zu greifen, es komplett abzuziehen, das ist schwierig, weil ich habe eine relativ große Klebfläche. Die Kraft kann sich also gut verteilen. Gehe ich aber hier hin, hake einfach mal mit dem Schraubendreher drunter und versuche es hochzuschälen, ja, dann ist hier halt die größte Kraft und die reißt halt linear durch. Wird auch passieren. Und wir gucken uns hinterher auch mal das Bruchbild an. Hier kann man also sehen, ja, man kriegt irgendwo hier einen Ansatz. Die Fliege ist ein bisschen gelöst. Kommen aber immer noch nicht richtig drunter. So, jetzt konnte ich wenigstens mal drunter haken. Und jetzt ziehen wir es, oder hebeln es hier mal ab. So. Was man hier sehen kann, ist, an dieser Stelle haben wir sogar Glasfasern aus dem Profil rausgerissen. Da hat also die Klebung besser gehalten als das Rohmaterial selber. Ist immer ein sehr gutes Zeichen. Hier kann man auch einzelne Faserausrisse sehen. Also das ist schon eine Klebung, die, wie man glaube ich auch gesehen hat, ganz gut hält. Dafür, dass die eigentlich nur dieses Bauteil in Form halten soll, kann die schon ganz gut Kräfte ab. Ja, wir haben euch heute im Video gezeigt, was für Bauteile wir herstellen können. Wir haben auch gezeigt, wie wir sie kaputt machen können, was dann passiert. War ein bisschen primitiv an der Stelle. Wir haben natürlich auch Zugversuchsmaschinen, um solche Tests ein bisschen aussagekräftiger zu machen, beziehungsweise Labore, mit denen wir zusammenarbeiten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like freuen. Wir freuen uns auch über weitere Abonnenten auf unserem Kanal und über Kommentare. Wenn ihr also irgendwas gerne sehen wollt, wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Wir antworten schnell.